vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Es freut mich sehr, dass so viele auch an diesem, meinem wirklich Fachgebiet seit vielen Jahren, großes Interesse offensichtlich haben. Und in der Tat, heute geht es um ein Thema, was wirklich zentral für Intelligenz ist, nämlich die menschliche Sprache. Ich will heute auf das Thema eingehen, wie Computer eigentlich menschliche Sprache verstehen, nicht nur erkennen können, und wie sie auch solche Sprache generieren. Ich habe das im Untertitel deshalb Sprachdialogsysteme bis hin zu simultanen Dolmetschsystemen genannt. Nun, Sprachverhalten ist eben eine definierende Eigenschaft unserer Spezies. Und deshalb fragen wir uns natürlich schon seit langem, in der Computerlinguistik etwa seit 60 Jahren, können wirklich Computermodelle natürliches Sprachverhalten analysieren und simulieren? Können Computer zu echten Dialogpartnern werden? Und schließlich, das hat mich immer eigentlich fasziniert, schon aus der Antike heraus der uralte Menschheitstraum, mit den Dingen sprechen zu können. Können wir das mit Computern realisieren? Sie wissen, dass in vielen Naturreligionen man ja die Auffassung hatte, dass man wirklich mit Dingen sprechen kann. In der japanischen Shinto-Religion ist das heute noch so. Und insofern ist es schon eines der ehrgeizigsten Ziele unseres Zeitalters, zu versuchen, menschliche Sprache wirklich auch auf Maschinen zu übertragen. Und ich will Ihnen heute darlegen, wie weit wir gekommen sind. Das Problem ist noch nicht gelöst, das sage ich gleich vorweg, aber wir sind einer Lösung sehr viel näher gekommen und haben auch sehr viele praktische Anwendungen und sehr viele fundamentale Einsichten gewinnen können. Nun, wenn wir Sprachverarbeitung machen, dann ist das sicherlich ein interdisziplinäres Unterfangen, denn wie das Wort Computerlinguistik innerhalb der künstlichen Intelligenz ja sagt, brauchen wir natürlich auch die Linguisten, also die Sprachwissenschaftler, und die fragen sich ja, wie können Sprachstrukturen mathematisch beschrieben werden. Ich selbst war schon als Schüler im Gymnasium fasziniert, damals von den sogenannten generativen Grammatiken in der Mathematik, die ja von Noam Chomsky, Sie kennen ihn, einer der großen Denker vom MIT, der ja mathematische Theorien, formale Sprachen angewandt hat, um die Struktur von natürlicher Sprache zu beschreiben. Das war eine Revolution auch in der Sprachwissenschaft und die wird natürlich heute noch genutzt. Natürlich hat man es enorm weiterentwickelt. Zweitens möchte ich aber auch die Psycholinguistik erwähnen. Das sind Psychologen, die sich speziell mit dem Sprachverhalten des Menschen beschäftigen und die sagen, wie kann der Mensch eigentlich Sprache verstehen und besonders wie lernt er Sprachen und wie generiert er einzelne Sprachen. Das ist auch ein Teil der Kognitionswissenschaft, die ich ja in der letzten Vorlesung schon ansprach. Ja, die künstliche Intelligenz geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, wie können wir diese kognitiven Leistungen beim Sprachverstehen und Generieren nun wirklich auf Computern verfügbar machen? Und letztendlich ist die Sprachtechnologie, das ist jetzt die angewendete Seite, die fragt sich, na, wie können wir das in Softwaremodule gießen, sodass das beispielsweise im Auto, ich komme ja nächste Woche auf die autonomen Fahrzeuge, Fahrerassistenzsysteme oder auf einem Smartphone, Ihnen wirklich jetzt auch als Bürger, als Laie gute Dienste liefert. Das ist die angewandte Seite. Nun, wenn wir das Problem mal ganz abstrakt angehen, dann kann man sagen, wenn wir so ein Sprachsignal hören,
das ist ja nichts anderes als eine Schallwelle. Da müssen wir so erstmal eine subsymbolische Verarbeitung durchführen. Das heißt, wir fangen ja nicht schon mit Symbolen an, das wäre sehr schön, sondern wir müssen ja von der Akustik, von einem akustischen Signal, das zunächst mal analog natürlich vorliegt, müssen wir das Ganze digitalisieren und dann müssen wir das in Symbole verwandeln, beispielsweise in eine Lautschrift, auf der wir dann symbolisch weiterarbeiten können. Dieser ganze Vorgang, sozusagen vereinfacht von einer Schallwelle zu einem einzelnen Wort oder Satz, der gesprochen wurde, zu kommen, den nennt man ja Spracherkennung. Dann kommt eigentlich die schwerere Aufgabe, das, was man erkannt hat, wirklich auch akustisch also erkannt hat, dann auch inhaltlich zu verstehen. Das ist natürlich reine symbolische Verarbeitung und der inverse Prozess, also wenn ich dann von einem Inhalt, den ich verstanden habe, beispielsweise war das eine Frage, mir eine Antwort überlegt habe, dann kommt die sogenannte Sprachgenerierung, denn ich muss das, was ich an Informationen jetzt mitteilen will, ja wieder in Sprache verpacken und sozusagen dann zum Ausdruck bringen. Das nennt man Sprachgenerierung, das ist der Teil, der ebenfalls wieder symbolisch abläuft. Und dann kommt wieder ein subsymbolischer Teil, denn schlussendlich muss ich das Ganze, wenn ich das aussprechen will als Computer, wieder in eine Schallwelle überführen. Das ist die sogenannte Sprachsynthese. Da wird also synthetisch dann Sprache als gesprochene Sprache generiert. Das wäre jetzt mal ganz einfach das Schema. Wir werden da gleich noch etwas genauer eindringen, um die Problematik zu verstehen. Nun möchte ich aber in dem ersten Teil der heutigen Vorlesung Ihnen mal zeigen, warum eigentlich Sprachverstehen für Computer so schwer ist. Denn alle von Ihnen sprechen natürlich eine oder mehrere Sprachen. Sie haben es als Kind oder in der Schule doch relativ spielerisch gelernt. Der eine schneller, der andere hatte vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten. Aber zumindest eine Sprache lernt eigentlich jeder, der nicht irgendwo kognitiv behindert ist, relativ schnell und spielend. Trotzdem ist natürlich Sprachverstehen, wie wir gleich sehen werden, extrem schwer. Ich fange mal mit der akustischen Seite an einem ganz einfachen Beispiel. Ich habe Ihnen hier ein Spektrogramm mitgebracht. Das ist das, was sozusagen vereinfacht, wenn man so eine Schallwelle sieht, jetzt angezeigt wird. Das sind die einzelnen Formanten, wie man sagt. Da sehen Sie Schwingungen, die ausgelöst sind, wenn ich spreche. Hier habe ich den Satz gesprochen, Urlauber wollen wieder mehr ans Meer. Und was Sie hier im Ausschnitt sehen, in dieser Computeranalyse ist nur mehr ans Meer. Und wenn Sie jetzt hier mal gucken, diesen Teil des Spektrogramms und dieses, dann sieht man relativ rasch, ja, das sieht ja sehr ähnlich aus. Ja? Und in der Tat sind das Muster, wir haben beim letzten Mal schon über Mustererkennung und maschinelles Lernen gesprochen, das kann man relativ schnell Computern trainieren. Das heißt, dass in beiden Fällen gesagt wird, ja, dieses Muster hier und dieses sind ja bis auf wenige kleine Unterschiede gleich. Hier ist etwas anderes gesprochen, das ist ja das Wort ans. Jetzt kommen wir aber gleich zu die erste Schwierigkeit, die sich hier abbildet, ist nämlich, wenn wir das jetzt später in Orthographie zunächst mal umwandeln wollen, also nicht nur sozusagen in eine Lautschrift, Sie sehen hier das gedehnte E, ne, ein längeres E hier, wenn wir das aber umwandeln in Sprache, dann wissen wir, eigentlich wollte derjenige, der sich hier ausgedrückt hier haben, sagen, Urlauber wollen wieder mehr ans Meer, einmal mit H geschrieben und einmal mit dem Doppel-E. Jeder von Ihnen hat das wahrscheinlich sofort sich vorgestellt. Es wäre ja auch unsinnig, mehr mit H ans Meer und dann wieder mit H zu schreiben oder umgekehrt zweimal das Wort mehr mit E geschrieben. Also, was sagt uns das? Eine einfache Abbildung durch Mustererkennung von Schallwellen direkt auf Wörter, das funktioniert nicht. So haben sich Ingenieure und auch in der Mathematik hat man so erstmal so einen Computer, eine einfache Abbildung ne, von Schallwellen auf Wörter. Nur das stimmt nicht. Das funktioniert absolut nicht in der Sprache.
leider, sonst wäre die Sache viel einfacher. Und Sie sehen schon, ich muss sehr stark auch den Kontext der anderen Wörter, die davor und danach stehen, berücksichtigen, um die Abbildung richtig auszuführen und sinnvolle Übersetzungen von der Subsymbolik in die Symbolik zu bewirken. Denn sonst wäre es ja einfach, ich würde einfach einen Katalog von Mustern, akustischen Mustern aufstellen und daneben alle Wörter. Im Deutschen sind das, ist das schon einiges. Deutsch ist ja eine Sprache, die einen sehr großen Umfang an Lexemen hat. Wir haben allein im Deutschen, die kennt zwar kein einzelner von Ihnen, 78.000 Verben. Da sind aber auch dann noch veraltete, zum Teil mittelalterliche Formeln drin, die mancher Bürger schon mal gelegentlich benutzt. Dialekte, Fachbegriffe, das ist natürlich, allein an Verben wird keiner von Ihnen 78.000 Verben kennen. Trotzdem, für den Computer kein Problem. Nehmen wir mal an, das wäre 1 Million Wörter. Die können wir locker natürlich in jedem Rechner abbilden und könnten diese Muster hinschreiben. Nur wie gesagt, ich glaube, Sie haben schon an diesem einfachen Beispiel, und ich könnte jetzt X-Beispiele nennen, sehen Sie sofort, das funktioniert aber etwas anders. Also wir müssen uns da mehr überlegen. Also die erste Aussage, warum ist das schwer? Weil gleiche Schallwellen werden je nach Kontext zu verschiedenen Wörtern. Das haben wir schon mal gelernt. Zweitens, viele Menschen sprechen Dialekt, gerade hier auch in Rheinhessen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, ich finde das nett. Ja, ich spreche kein Rheinhessisch oder Pfälzisch, im Saarländischen ist das noch ein bisschen anders, aber sagen wir mal, trotzdem, die Bedeutung, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, heißt das, ich finde das nett oder ich finde das nicht, weil dieses nett, ja, das wird in vielen Dialekten auch als nicht. Das heißt, hier haben wir auch, je nachdem, wie man es betont und in dem Dialekt, ist nicht ganz klar, was ist hier eigentlich gemeint. Und wir müssen natürlich auch Dialekte verstehen können, denn wenn jemand sich ein BMW oder Mercedes kauft und spricht da in sein Navi-System, der spricht ja dann nicht unbedingt auf Hochdeutsch. Das mussten wir selber erfahren. Ich habe lange für Daimler auch diese Dinge betreut mit und da hatten wir also die kuriosesten Aussprachen von einzelnen Namen. Städtenamen sogar. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine gemischtsprachliche Ausdrucksweise haben. Beispielsweise ein Deutscher sagt, ich will nach Nancy, dann spricht die meisten Deutschen können doch etwas Französisch und sprechen das dann korrekt aus. Ich habe aber selbst sehr viele Sprachaufnahmen gerade aus Navigationssystemen mir angeguckt, die analysieren mussten. Mancher Amerikaner, der in Frankfurt in den BMW einsteigt und dann programmiert, spricht von Nancy. Ja, er will nach Nancy, aber spricht das quasi amerikanisch aus. Ja? Und davor sind wir auch nicht gefeit und müssen damit umgehen können. Warum ist es schwierig? Ein weiteres großes Problem ist, dass wir die Wortgrenzen im Sprachfluss oft untergehen. Zum Beispiel am Montag. Ja, es wird gar nicht, Sie kennen das im Französischen, lernen Sie das noch in der Schule, aber es ist eben Quatsch, es ist nicht nur im Französischen, im Deutschen ist es genauso, dass sehr oft die Wortgrenzen verschwimmen, weil man die Wörter zusammenzieht. Der Mensch spricht quasi ohne Punkt und Komma. Das wäre natürlich für den Computer auch schöner, wenn Sie noch Punkte und Komma da sprechen würden. Aber das ist eben nicht so. Wenn Sie sagen, so machen wir das, vielleicht klappt es, ist unklar. Meinen Sie, so machen wir das, vielleicht klappt es? Oder so machen wir das, vielleicht klappt es? Sie merken jetzt schon einen kleinen Trick, den ich auch eben verwendet habe, dass die Stimmmelodie sehr wichtig ist. Und wir werden da später sehen, dass die Systeme heute, die guten Systeme, auch zur Trennung von Satzteilen und ganzen Sätzen eben die Sprachmelodie sehr genau verfolgen, weil ohne die würden wir eben die Satzgrenzen nicht erkennen können, auch die Subphrasen. Das klappt also nur, indem man die sogenannte Prosodie,
auf gut Deutsch, die Satzmelodie durch das System mitverfolgt. Wird aber heute standardmäßig in dem besseren System gemacht. Aber auch das ist vielen nicht bewusst, ja, dass wir ja Punkt und Komma nicht haben und dass der Mensch, wenn wir zusammen sprechen, natürlich, dass sie selbst eigentlich intuitiv dort die Satzgrenzen bilden. Übrigens ist es historisch sehr interessant, dass bevor die Schrift weit verbreitet war, gab es ja noch nicht mal ein Blank. Ja? Es gibt ein sehr schönes Buch von einem Professor Stanford University über die Erfindung des Space, also zwischen zwei Buchstaben überhaupt das Leerzeichen, das ist wie die Null in der Mathematik was ganz Besonderes. Und lange gab es das nicht. In den alten lateinischen Schriften, kennen Sie vielleicht noch aus dem Lateinunterricht, war das ja nicht. Man hat alles konkateniert. Und das Problem war, deshalb musste man alles laut vorlesen. Die Mönche hatten beim Lesen, haben die praktisch dann die Satzgrenzen bestimmt. Und das kommt durch den Lesefluss. Wenn Sie das nur auf dem Papier angucken, sehen Sie ja nicht. Und das ist wieder eine Schwierigkeit, wie wir es eben dann bei der Computeranalyse auch vorfinden. Dann, ganz wichtig, ist die spontane Sprache. Wenn wir zu Computern sprechen, dann wollen wir ja nicht irgendeinen Satz, den wir uns ausgedacht haben, aufgeschrieben haben, vorlesen, sondern wir haben eine aktuelle Fragestellung, sind gerade im Auto und sagen, ja, wo ist denn jetzt die nächste Tankstelle, wo kann ich tanken, fragen wir das System und das mache ich spontan. Lese das nicht ab. Und was passiert dabei? Naja, typisch sehr viele Versprecher. Wir haben im Deutschen extrem, wenn Sie Spontansprache sich angucken, dann haben Sie fast in jedem zweiten Satz einen kleinen Versprecher oder Haker. Und diese sogenannte Selbstkorrektur, das nehmen Sie, wenn Sie mit jemandem sprechen, gar nicht so wahr. Also, wir treffen uns dann am Montag, am Dienstag. Also da haben Sie Montag gar nicht ganz ausgesprochen, sondern mitten in dem Aussprechen des Montages fällt Ihnen sozusagen auf, Moment, Sie haben sich getäuscht und setzen das zurück und sagen, am Dienstag. Auch da müssen wir zunächst mal in der Lage sein, festzustellen, dass hier ein Versprecher vorliegt und eine Selbstkorrektur, wie man das nennt, und dass das System am Ende natürlich hoffentlich die richtige Variante, die Sie auch als Mensch gemeint hat, raussucht. Dann, manche sagen, es ist eine Unart, die heute immer stärker verbreitet ist, auch in Diskussionen, ist, dass man doch dem Dialogpartner ins Wort fällt. Man kann sagen, es ist eine Frage der Erziehung vielleicht, aber auf der anderen Seite, in manchen Fällen ist es auch praktisch. Wenn man doch in sehr großer Eile ist, ja, und jemand macht lange Ausführungen, Sie wissen aber schon, er ist auf dem Holzweg, dann kann es durchaus auch eine Hilfe sein, kurz ins Wort zu fallen. Also können wir dann am Mittwoch zum Essen und so weiter, da kann ich nicht. Also man sagt das deshalb, weil ja die weiteren Ausführungen, dass man sich vielleicht im großen goldenen Hirschlokal trifft, uninteressant sind, weil man ja schon gehört hat Mittwoch und man fällt dann gleich ins Wort. In dem Sinne ist das nicht unhöflich, sondern ein Teil der effizienteren Kommunikation. Und die besten Systeme heute, automatische Systeme, machen das auch schon, indem sie wirklich ins Wort fallen, wenn sie merken, es geht mit dem Sprecher wirklich in eine Richtung, die da nicht zielführend ist. Auch das muss natürlich bewältigt werden von dem System. Man spricht auch zum Teil von Overlapping Speech. Warum? Weil ja der andere nicht sofort stoppt. Ja, ein Mensch, wenn er im Wort gefallen ist, spricht noch ein bisschen weiter, und sodass wir dann zwei Signale gleichzeitig haben. Und Sie können sich vorstellen, zwei Schallwellen überlagern sich dann ja schon. Ich muss dann schon erkennen, wer hat denn jetzt welchen Anteil an diesem Signal gehabt. Also ganz so einfach. Wir haben ja keine Gegensprechanlage in der normalen Kommunikation, sondern wir hören ja, wenn der andere noch etwas weiterspricht, leider beides gleichzeitig. Was ein sehr extremes Beispiel, was sehr oft auch im Deutschen durch die freie Wortstellung, das Deutsche hat ja im Gegenteil zum Englischen eine sehr freie Wortstellung, ähnlich wie im Lateinischen, das vielleicht Sie noch kennen, und das bedeutet, dass wenn Sie inkrementell Sprache analysieren, das machen ja die Systeme,
Also die typischen automatischen Systeme warten ja nicht, bis sie einen Satz gesprochen haben. So macht das der Mensch auch nicht. Sonst könnte er ihnen ja nicht ins Wort fallen und fängt dann erst mal überlegen, was hat er jetzt eigentlich gesagt. Sondern inkrementelles Verstehen heißt ja Wort für Wort. So versuchen sie schon zu verstehen. Und wenn Sie das so tun, dann gibt es die berühmten Holzwegsätze, wo wir viele Computer so erstmal auf Glatteis führen können. Ich habe einen solchen hier gerade mal mitgebracht. Wenn Sie also sagen, die Staatssekretär lobt, ja, bei einer Feier, der Ministerpräsident. Wenn Sie die Staatssekretärin lobt hören, dann ist ja im Deutschen so erstmal kanonisch die Interpretation, das Subjekt ist die Staatssekretärin, und das Prädikat ist lobt und jetzt warte ich eigentlich, ja, wen hat die Staatssekretärin gerade gelobt? Aber dann kommt praktisch der Holzweg, dann sage ich der Ministerpräsident und dann sagt man, die Satzstellung, die ist etwas ungewöhnlich, aber korrekt. Im Deutschen kann man das machen, man nennt das Topikalisierung für die Linguisten unter Ihnen, erinnern sich bestimmt in der Schule, ist ein Stilmuster, dass man zur Betonung etwas nach vorne zieht, aber in Wirklichkeit ist die Staatssekretärin das Objekt, also der Ministerpräsident, der ganz am Ende, wer hat nun die seine Staatssekretärin gelobt? Und da sehen Sie, dass das System nach den ersten beiden Wörtern, der Mensch macht das übrigens auch, geht er auf den Holzweg, deshalb nennt man diese Sätze typischerweise auch Holzwegsätze. Und dann macht man jetzt in der Computerjargon ein Backtracking, das heißt ein Verfahren, wo man sich wie an einem Ariadnefaden wieder rauszieht mit dem Algorithmus, sagt, oh, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht und muss jetzt umdisponieren. Wenn ich der Ministerpräsident höre, muss ich den zum Subjekt machen, Prädikat ist Lob, die Staatssekretärin. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, wieder ein Problem. Ich will Ihnen ja deutlich machen, wo Probleme sind und das, was uns alltäglich gar nicht auffällt. Ja? Ich glaube, Sie hören solche Sätze jeden Tag und trotzdem ist das ein Vorgang, der so unterbewusst bei Ihnen schon abläuft, weil Sie die Sprache perfekt beherrschen, das Deutsche, dass Sie gar nicht wahrnehmen, dass da kleinere Schwierigkeiten in Ihrer Kognition waren. Dann ist natürlich eine Sache, die allgemein auch oft der Sprache als Negativum vorgeworfen werden, wenn man Mathematik studiert oder Mathematik ist der extremste Fall, aber auch in den Naturwissenschaften strebt man ja nach Eindeutigkeit. Man möchte natürlich jede Definition so machen, dass sie absolut eindeutig ist. Deshalb hat man lange gesagt, na ja, natürliche Sprache, um Gottes Willen. Ja. Auch Leibniz hat mal gehört, der wollte ja eine Sprache entwickeln, die völlig eindeutig, ohne Mehrdeutigkeit ist. Man hat aber heute eigentlich die Einsicht, dass das gar nicht so schlecht ist. Wenn Sie Juristen, Politiker oder irgendeine Ansprache, die etwas schwierig ist, ja, halten wollen, dann wird ja zum Teil benutzt absichtlich die Mehrdeutigkeit. Nicht als Täuschung, sondern man lässt die Dinge offen und jeder kann sich so einen Reim drauf machen. Es gibt viele Situationen, wo das sehr gut ist. Allerdings gerade bei Computersystemen natürlich vermieden werden sollte weitestgehend. Also ich habe hier mal das Beispiel, was wir nachher noch genauer betrachten. Wir telefonierten mit Freunden in Japan. Dann sehen Sie, die Mehrdeutigkeit ist dadurch gegeben, dass wir sagten, wir telefonierten mit Freunden in Japan, das sind die Leute, die ich angerufen habe, also wir haben jetzt Leute, ja, das sind Freunde, die in Japan leben und mit denen haben wir telefoniert. Oder wir telefonierten mit Freunden in Japan. Also wir befinden uns in Japan und telefonieren von dort aus mit Freunden. Die können aber in Deutschland, Schweiz oder sonst wo leben. Und Sie sehen, das ist der gleiche Satz. Ich komme aber zu verschiedenen Ergebnissen in der Bedeutungswahl. Und das ist eben die klassische Mehrdeutigkeit. Wir haben heute Sätze. Wenn die etwas länger sind, ergibt sich natürlich mehr Mehrdeutigkeit. Und wenn die länger sind, können das in die Tausende von Mehrdeutigkeiten gehen. Und auch da ist wieder interessant, ähnlich wie beim Holzweg, dass der Mensch diese
Mehrdeutigkeit meistens gar nicht verspürt, weil er durch den Kontext gleich sozusagen mit einer a priori Wahrscheinlichkeit auf eine gewisse Deutung geht. Und so wird es wahrscheinlich sogar bei dem Satz mit den japanischen Freunden sein, dass man ja sagt, naja, wir sind gerade in einer Erzählung, wo ich sagte, letzte Woche saßen wir in Berlin und dann wurden wir plötzlich beim Telefonat gestört, obwohl wir gerade mit Freunden in Japan, da ist eigentlich klar, das muss die erste Interpretation sein, das kann gar nicht die zweite sein. Also oft können wir aus Kontext heraus diese Mehrdeutigkeiten auflösen. Nun gibt es sehr viele Mehrdeutigkeiten, da könnte man jetzt ganze Abende mit verbringen, die einzelnen Arten der Mehrdeutigkeiten und ihre Auflösung in automatischen Systemen zu machen. Ich habe mich auch lange damit beschäftigt, aber ich will nur mal die wesentlichen kurz nennen. Ich glaube, die meisten können sie sofort verstehen. Also wir haben einmal die über orthografische Mehrdeutigkeit schon. Die ist noch relativ simpel, wenn Sie ein Wort haben wie übersetzen oder übersetzen, dann mit dem Boot übersetzen auf die Insel oder das Übersetzen in der Sprachwissenschaft. Dann haben wir die morphologische Mehrdeutigkeit, die ist schon ein bisschen ärgerlich und da kommen auch viele Menschen nicht klar, ob wir jetzt Staubecken oder Staubecken haben. Das heißt, wie Sie in einem Wort das trennen. Jetzt lachen Sie, aber tatsächlich in Computersystemen kommt das relativ häufig vor, weil wir leider heute in den Texten, die analysiert werden müssen, das sind häufig Zeitungstexte, wie wir nachher sehen werden, die enthalten sehr viele sogenannte Ad-hoc-Komposita. Also das Nachrichtenmagazin Der Spiegel ist eigentlich am bekanntesten dafür, ständig Ad-hoc-Komposita zu bilden. Das heißt, das sind Wörter, die im Duden natürlich nicht drinstehen, wie das Wort Ad-hoc sagt, werden die von einem Journalisten mit der journalistischen Freiheit kurz mal gebildet und sind auch für die meisten Bürger sofort verständlich. Also es wird heute von dem, kürzlich las ich, der Schulz-Zug ist irgendwie stehen geblieben, hieß es da. Ja, jeder weiß, was jetzt gemeint ist. Der Schulz-Zug kennen wir normalerweise nicht, aber gut, er fährt zum Wahlkampf, glaube ich, mit dem Zug durch die Lande und Schulz eben SPD-Kanzlerkandidat. Und früher hatten wir das Sepp Meyer-Schnitzel, erinnere ich mich noch, hatten wir mal in einem Korpus, das war auch klar, das war ein Schnitzel aller dem Sepp Meyer und ein Kinderschnitzel, wenn Sie das auf der Speisekarte lesen, ist natürlich nicht aus einem Kind, sondern für Kinder. Auch das steht nicht im Duden, aber man versteht es intuitiv sofort. Das ist die sogenannte morphologische Sache. Dann gibt es die syntaktischen Mehrdeutigkeiten. Ich sagte schon gerade, man nennt das in der Fachsprache PP-Mehrdeutigkeiten, das sind Präpositionalphrasen. Also wenn Sie Präposition mit Nomina verbinden, dann kommen die Computer auch ganz schön ins Schleudern. Also der Mann beobachtet, der Mann mit dem Teleskop, ja, zum Beispiel, und da können Sie jetzt immer weitere Dinge ranhängen, in der Nacht und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie bei den Freunden aus Japan, ja, wie sich das klammert sozusagen. Ne? Die müssen die Begriffe dann zusammenziehen, das werden wir nachher auch noch genauer sehen. Und jetzt gibt es die pragmatische Mehrdeutigkeit auch noch. Und die ist ja besonders spannend. Ja? Und das können die meisten Roboter noch nicht, weil da geht es ja darum, dass man in einer Situation eine Äußerung macht und man nicht genau weiß, was ist eigentlich die Intention dieser Äußerung. Die Semantik ist eigentlich klar, wenn ich sage, es zieht. Es kommt aber darauf an, wer das wem sagt. Wenn da eine Hierarchiebeziehung ist, wenn der Chef der Sekretärin sagt, die lüftet ab und zu mal sein Büro, und dann sagt der Chef, es zieht. Ja, was meint er? Eigentlich pragmatisch, könnten Sie bitte das Fenster schließen. Ja, das ist ja eigentlich indirekt eine Aufforderung. Ja? Ist es aber nicht immer. Es könnte ja auch eine reine Beschreibung sein. Und deshalb ist auch in der Linguistik sehr bekannt die sogenannte pragmatische Mehrdeutigkeit, also quasi, was ist die Intention, die man damit als Sprechakt, wie wir sagen, plant. Auch das müssen Roboter können. Also solche indirekten Aufforderungen, die eigentlich beschreiben, das ist kein Imperativ, sondern eigentlich könnte man sagen, es ist eine Aussage. Also sehr schön ist auch das berühmte Beispiel, in der Zusammenhang, hatten wir sogar mal in einem Computersystem, was ich für die Bahn als Experimentalsystem gemacht habe, da wurde gesagt,
Ganz simple Frage, ja, wissen Sie, wie spät es ist? Oder wissen Sie, wann der nächste Zug nach Mainz fährt, ab Frankfurt? Ja. Hm. Ja, nicht toll. Eigentlich hat man ja gefragt, die Intention, die Mehrdeutigkeit ist eben, ja, dass man sagt, ja, wissen Sie es? Und wenn ja, möchte ich bitte wissen, wann. Das sagt man nicht dazu, aber das ist ja implizit pragmatisch gemeint. Auch das muss verstanden werden. Ich glaube, jetzt haben wir die meisten Dinge durch. Das Mehr hatte ich ja schon gesagt. Phonetisch gibt es natürlich auch Mehrdeutigkeiten. Und auch eine jetzt mehr für Mathematiker vielleicht interessante Sache, das wird vielleicht nicht jeder sofort verstehen, aber es gibt ja das Problem bei den sogenannten Quantoren. Also wenn ich Aussagen quantifiziere und gerade im Deutschen das Wort alle und ein, dann ist es auch nicht so ganz klar. Also ich bringe mal ein Beispiel, versuche das so kurz zu erklären. Also wenn ich sage, alle Studenten nutzen einen Computer. Heißt das dann, ja, jetzt mathematisch formuliert, für alle Studenten gibt es genau einen Computer, den sie benutzen, einen einzigen, ja, an der ganzen Uni. Das war früher zu Zeiten des Rechenzentrums mit Großrechnern. Heute sind wir im Zeitalter des Laptops. Da ist es ja anders. Ne? Da hat nämlich jeder Student, ne, einen Computer. Und das ist wieder, wenn man das in eine Formel schreibt, kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Und da gibt es eben enorm viele Möglichkeiten, eine ganze Flut von Lesarten, die wir gleich noch behandeln werden. Nun, wie kann man das jetzt maschinell alles bewältigen? Das sieht ja nach großen Schwierigkeiten aus, aber die meisten dieser Schwierigkeiten haben wir doch nach sehr vielen Jahren der Forschung heute gelöst. Ich fange mal ganz einfach an. Bei der akustischen Spracherkennung, da hat man in dem Sinne aufgegeben, dass man sagt, das geht gar nicht. Wir können nicht sozusagen auf Anhieb immer die korrekte Umsetzung von einem akustischen Signal in eine eindeutige Folge von Wörtern vornehmen. Das heißt, wir geben uns einfach damit ab und sagen, wir lassen das durchlaufen und dann kriegen wir einen sogenannten Worthypothesengraph, heißt das so schön. Das ist nichts anderes als eine Aufzählung aller Möglichkeiten, die es gibt. Und das ist dann die Ausgabe der Spracherkennung und auf der wenden wir dann weitere Stufen an und reduzieren das. Deshalb habe ich hier auch mal diesen Trichter dargestellt. Also wenn ich die gesprochene Eingabe hier habe über Mikrofon, dann habe ich so erstmal vielleicht 100 verschiedene Alternativen. Was könnte der eigentlich hier der Sprecher gesagt haben? Ja? Wie das Beispiel, ja, immer mehr Leute wollen wieder mehr ans Meer. Ja? Dann kommt die Sprachanalyse, da muss ich das eindampfen. Ich muss versuchen, das syntaktisch und semantisch, also ja, vom Satzbau und vom Inhalt her zu analysieren. Dann kommen wir immer noch auf Alternativen, vielleicht 10 verschiedene. Und dann kommt ganz wichtig der Kontext rein. Das Wissen über den Gesprächsgegenstand und was wurde denn bisher gesagt. Wenn ich das dann noch benutze, dann komme ich fast immer zu einem eindeutigen Verstehen hin. Und das streben wir natürlich an, denn der Computer muss ja eindeutig verstehen, um das dann machen. Stellen Sie sich ein Auto vor, dem geben Sie einen Befehl und der hat x Varianten, dann fährt er ein bisschen in die Richtung, nachher fährt er dorthin. Das kann ja nicht sein. Er muss ja ein einziges Ziel versuchen rauszufiltern. Im Worst Case, wenn das nicht gelingt, soll er bitte einen Klärungsdialog, können Sie vielleicht auch anstoßen, werden wir nachher noch sehen. Also eindeutiges Verstehen im Zusammenhang, nachdem diese Pyramide durchgelesen ist. Jede dieser Pyramiden, das hatte ich beim letzten Mal kurz erklärt, ist in einem wissensbasierten Ansatz schon versehen mit sogenannten Wissensquellen. Das heißt, da kommt auch Information dazu. Hier sind es die Wortlisten, hier Wortbedeutungslisten, hier eben der Gesprächskontext, der bisher modelliert wurde. Und man kann sagen, der ganze Prozess besteht darin, Unsicherheiten immer weiter zu reduzieren, bis letztendlich die Eindeutigkeit gegeben ist. Wenn ich jetzt, und einige sind ja, glaube ich, auch zugeschaltet über Video von den Spezialisten in Germersheim, das ist ja dort eine der berühmtesten Dolmetscher- und Übersetzer-Lehrstätten
wo die ausgebildet werden. Und es sind einige Hörer, für die ist das vielleicht bekannt. Ich will aber trotzdem mal kurz das Schema erläutern, wie ich sozusagen von einer Eingabeschallwelle wieder zur Ausgabeschallwelle der Sprachsynthese komme. Wir hatten eben schon gelernt, wenn die Schallwelle eintrifft, dann versuchen wir erstmal mögliche Phoneme, das sind die kleinsten Lauteinheiten, zu bilden durch den Spracherkenner. Dann assemblieren wir die zu möglichen Wörtern, diese möglichen Wörter zu möglichen Sätzen, möglich heißt immer noch mit Alternativen. Dann werden grammatische Strukturen gebildet, um die syntaktischen Bedeutungen herauszufinden. Ich rufe dann die Wortbedeutung auf und komme zu einer gesamten Satzbedeutung. Die Satzbedeutung wird dann in eine Diskursbedeutung. Diskursbedeutung in der Quellsprache heißt ja, was ist jetzt wirklich die Intention? Also was, wie ihr es sieht, müsste dann auch letztendlich, bitte mach jetzt das Fenster wieder zu, mir ist kalt. Diskursbedeutung in der Zielsprache. Dann müssen wir die Wortwahl in der Zielsprache auswählen, wenn wir übersetzen wollen. Wir müssen die Wörter in der Zielsprache dann in eine Satzgenerierung hineinwerfen und dann schließlich noch eine Satzmelodie erzeugen, bevor wir dann in die Sprachsynthese gehen. Das ist jetzt grob gesprochen, ist der Prozess. Wenn wir das jetzt genauer angucken, es würde uns aber zu weit führen, sind dann noch ungefähr 10 Subprozesse dazwischen, die aber sehr detailliert sind. Aber ich glaube, das grobe Schema ist mal wichtig verstanden zu haben. Und das will ich Ihnen jetzt auch noch etwas weiter an Beispielen erläutern. Jetzt geht der Ton nicht. Den Sprachübersetzungsserver kann man über Telefon oder Handy erreichen. Wordmobile. Siemens, wir haben das ursprünglich auch für Siemens entwickelt. Welcome to the Verbmobile Translation System. Please speak the telephone number of your partner. 0177555. Guten Tag. Good morning. Hello, this is Mr. Klein speaking. I just arrived at the airport. Hallo, hier spricht Herr Klein. Ich bin gerade auf dem Flughafen angekommen. Oh, das ist schön. Ihr Zimmer im Grand Hotel ist schon gebucht. Ich suche Ihnen noch eine passende Zugverbindung heraus. Oh, that's fine. Your room at the Grand Hotel is already booked. I will pick up a train connection for you. Es gibt noch einen Zug um 10. Es gibt noch einen Zug um 11. There's still a train at 10. There's another train at 11. I take the first, the second one. Ein weiteres neues Funktionsmerkmal ist die Erstellung von Dialogprotokollen. Nach einem Telefonat kann man eine Zusammenfassung in seiner Muttersprache erhalten, per Drucker oder Fax. Mit Verbmobil verpassen Sie keinen Geschäftspartner. Ja, das ist ein System, was wir damals zusammen mit der Firma, damals hieß er noch Daimler-Chrysler, Siemens, auch der Telekom entwickelt hatten. Ich war der Projektleiter. Das hat uns dann den Zukunftspreis 2001 angebracht. Ich habe daran mehr als 5 Jahre gearbeitet mit ungefähr 120 Mitarbeitern in total. Hat auch eine ganze Menge Geld gekostet. Wir haben das nicht nur für Deutsch gemacht, sondern Japanisch, Chinesisch und so weiter. Und es klappte sehr gut für eingeschränkte Domänen wie solche Absprachen, Terminabsprachen, auch Hotelbuchung, Reisebuchung, und man konnte nicht Beliebiges sprechen. Dafür war die Übersetzung aber sehr genau. Und Sie haben hier einiges gesehen. Ich habe absichtlich mal eine andere Stimme gewählt. Normalerweise würde meine Männerstimme nicht absichtlich in eine weibliche Stimme überführen, aber man sieht, man kann da beliebig mit Spielen ganz unterschiedliche Stimmen unterlegen. Das ist dem System eigentlich egal, das kann man voreinstellen. Wir haben auch gesehen, dass das, was ich gesagt habe über Versprecher, wirklich funktioniert. Es war ein Versprecher drin. Wir haben auch gesehen, dass bei der Übersetzung die Sache auch gar nicht so einfach ist. Wir können ja nicht Wort für Wort übersetzen, sondern wir haben gesehen, dieses noch im Deutschen, es gibt noch einen Zug, ja, und dann, das wurde ja mit still über, ja, there is still a train, ja, weil die kann er noch gerade erreichen, diesen Zug, and there is another train, es ist noch ein Zug, das ist eine andere Bedeutung von noch, das kann man im Englischen so nicht wiedergeben, und im Englischen entspricht dieses noch eben zwei Unterschiede Ausdrücken, Wörtern. Die hat aber das System auch richtig gewählt. Also da war schon einiges drin.
in dem System. Und das war eigentlich die Geburtsstunde für alle Speech Translation Systeme, die es heute gibt. Zum Beispiel bei Microsoft, ich komme drauf, auch bei Google heute. Wir haben der Leiter von Google bei der Übersetzung, ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, und 20 Leute sind dann auch zu Google gewechselt. Leider in dem Falle, wir haben zwar viele Patente, auch viele Spin-off-Firmen, die es heute gibt, aber man hätte sich gewünscht, dass wir da die Dominanz haben. Aber leider, gerade zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich war es so, die Firma Siemens hat ihre Handysparte aufgegeben gerade. Und die Telekom, ja, war noch nicht so ganz so weit gedanklich, bereut es natürlich heute. Wir haben da aber große Anteile dran, und wie gesagt, ich bin trotzdem sehr froh, dass es jetzt der Menschheit... Wir treffen uns in Mannheim, in Saarbrücken. We are meeting in Saarbrücken. Da habe ich mal das Beispiel genommen. Das System hat eben auch so einen Versprecher erkannt, dieses Ä, und hat dann natürlich im Dolmetschen, ich hoffe, da sage ich nichts Falsches, wenn die Dolmetscher geschult werden, lernen sie eigentlich, dass sie natürlich nicht sozusagen auch Fehläußerungen übersetzen sollen. Ja, das heißt, dieser Anteil, es gibt keinen Dolmetscher, der auch die Bundeskanzlerin verspricht sich manchmal, das wäre auch unhöflich, das mit zu übersetzen ins Japanische, sondern da wird natürlich nur das übersetzt, was dann letztendlich als Semantik Bestand hat. Wir treffen uns in Mannheim, in Saarbrücken. Ja. Nun, sagte ich schon, wir wollen ein bisschen genauer eindringen, wie das Ganze funktioniert. Diese Wörtergitter will ich Ihnen mal praktisch vorführen. So sieht das aus. Also ich habe hier ein akustisches Signal, und da kommt ein Prozess, den ich absichtlich eben übersprungen habe, der aber auch nicht so spannend ist. Wir haben heute sehr gute Sprachidentifikationsalgorithmen. Wir können nach ganz wenigen Sekunden Sprache eigentlich schon feststellen, welche Sprache das ist. Nicht unbedingt Dialekt, aber welche Sprache das ist. Wir können also beispielsweise sagen, das war jetzt Deutsch, Englisch, Japanisch, und dann schalten wir, das habe ich hier so angedeutet, um auf den jeweiligen Spracherkenner. Denn wir wissen ja nicht immer, ja, in welcher Sprache werde ich denn jetzt gerade angesprochen. Und dann muss ich natürlich mein Verständnis derjenigen Sprache dann starten. Nehmen wir mal an, diese Sprache haben wir also erkannt, es ist jetzt Englisch, und dann geht's los, dann wird ein solches Wörtergitter angelegt, und Sie sehen hier einzelne Wörter und Alternativen dazu. Was man da auch schon berücksichtigen muss, ist, dass das Signal ja segmentiert werden muss, wie wir sagen. Denn ich hatte gerade an dem Beispiel Staubecken oder eben Wörter, die zusammengezogen sind, wie am Montag, ja, muss ich ja dann zerhacken. Und das kann ich zerhacken auf unterschiedliche Art und Weise. Deshalb sehen Sie, dieser Graph überspannt praktisch das Sprachsignal. Und Sie sehen, dass hier Alternativen bestehen, die kürzer sind und manche eben länger. Und das spiegelt genau diese Tatsache nach. Das ist also die Ausgabe eines typischen Spracherkennungssystems. Das ist dann, wie gesagt, ein unsicheres Ergebnis, ja, und dieses unsichere Ergebnis, das muss dann ja, wird dann durchforstet mit schnellen Algorithmen, die dann jetzt zum Beispiel syntaktische Information als erstes dort einbauen. Dabei spielt auch sehr stark das Weltwissen eine Rolle. Ich habe ja beim letzten Mal erläutert, wie das funktioniert, wie man also solches Wissen computergerecht formalisiert und in die Systeme einbringt. Das hat nichts mit Programmieren zu tun, das ist an sich fast mehr eine mathematisch, ja, man kann sagen konzeptuell philosophische, ontologische Arbeit. Das sind auch spezielle Begriffssprachen, die man verwendet, aber es ist kein Programmieren in dem Sinne, wie man es gemeinhin kennt mit Java oder mit C Programmiersprachen, sondern das ist schon eine Formalisierung. Und wenn man das formalisiert hat, dann gelingt es eben, nehmen wir mal an, der Vater sagt zu einem Service-Roboter im Cyber-Restaurant, die Apfelschorle trinkt meine Tochter, die Weinschorle meine Frau. Als wir das so eingegeben hatten, da kommt wieder das Problem mit der deutschen Wortstellung sehr schön raus, hat unser Computersystem so erstmal gesagt, ja, also die Apfelschorle, die trinkt jetzt die Tochter. Die ist aber schwer verdaulich, die soll getrunken werden. Die Weinschorle trinkt meine Frau, ja. Aber gleich der Mensch wird natürlich sagen, nee, das kann nicht sein. Warum? Weil er weiß, wenn Agens
die Apfelschorle wäre und das Objekt, dann trifft ihm was mit dem Weltwissen nicht ein. Es gibt eine sogenannte Selektionsrestriktion, das haben wir dem System beigebracht oder durch maschinelles Lernen hat das System das gelernt, dass nämlich beim Trinken der Agens normalerweise ein Mensch ist. Bei Tieren hat man auch das Wort dann oft saufen oder so. Ja? Vornehmer kann man auch mal trinken sagen, aber trinken jedenfalls sind biologische Wesen und die Objekte sind normalerweise Getränke. Und wenn ich weiß jetzt, das ist in diesem Begriffsnetzwerk, was ich beim letzten Mal gezeigt habe, dass eine Apfelschorle aber ein Unterbegriff von Getränken ist und eine Weinschorle auch, während Tochter und Frau Mensch, dann stellt sich heraus, wir müssen das Ganze anders aufbauen. Wir müssen sagen, Agens ist die Tochter und die Tochter trinkt die Apfelschorle und die Frau trinkt die Weinschorle. Das stellt der Computer, nachdem er zunächst mal wieder auf einem Holzweg war, durch dieses Zusatzwissen klar und versteht das auch dann korrekt. Das klappt. Aber Sie merken, was alles im Hintergrund da für subtile Prozesse, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt machen wir mal los, sondern da ist sehr viel Aufwand im Einzelnen dahinter. Noch extremer ist es, und das bringt die meisten Computersysteme heute noch etwas ins Schleudern, dass zum Teil die Übersetzungen ja zeitabhängig sind. Und das hatten wir in dem Verbmobil schon berücksichtigt, wenn wir also sagen, wir wollen in Deutsch reinsprechen in das Handy und es soll auf Englisch ertönen, dann guckt das System so erstmal auf seine innere Uhr, jeder Computer hat ja eine Uhr, und guckt sich die Referenzzeit an. Und wenn ich sage, lass uns zusammen zum Essen gehen, diesen Ausdruck gibt es ja so im Englischen nicht, und wir müssen dann sagen, let's have lunch together, wenn es eben vor 1 Uhr ist, und wenn es später als 15 Uhr, lassen Sie uns zusammen zum Essen gehen, wenn wir also um 16 Uhr das äußern, dann kann ich nicht sagen lunch, sondern let's have dinner together. Weil diesen generischen Begriff, das Deutsche ist da eigentlich ein bisschen besser, weil wir noch differenzieren. Wir können sagen, zum Mittagessen gehen, aber generisch essen gehen ist im amerikanischen Englisch zumindest sehr schwer ausdrückbar. Und man würde dann Lunch und Dinner sagen. Auch Sie, wenn Sie Profi sind im Umgang mit Englisch, ist das kein Problem. Aber wenn man sich den Vorgang klar macht, muss man schon auch die Referenzzeit explizit berücksichtigen. Noch schlimmer wird es mit dem Kontext und dem Weltwissen. Auch das haben wir implementiert. Wenn wir jetzt rangehen und sagen, naja, das gleiche Wort, und wieder, das Deutsche ist da überlegen mit sehr abstrakten Begriffen. Nicht zuletzt wurden ja auch sehr viele ursprünglich mathematische Sprache und auch Philosophie in Deutschland entwickelt, weil wir eben, sagen wir mal, diese sehr generischen Begriffe haben, wie Platz zum Beispiel. Wenn Sie sagen, nehmen wir dieses Hotel, ja, ich reserviere einen Platz. Machen wir das Abendessen dort, ich reserviere einen Platz. Gehen wir ins Theater, ich möchte Plätze reservieren. Im Englischen muss das System jedes Mal etwas überlegen, in welchem Kontext ist das denn? Denn das Wort Platz, ich kann nicht sagen, I reserve a place, das ist falsches Englisch. Ich meine, mancher Deutscher sagt das vielleicht, aber dann hat er nicht richtig Englisch gelernt. Ich muss dann sagen, I will reserve a room, I will reserve a table, und im Theater haben wir ja keine Tische, sondern Seats. Also Sie müssen das viel spezifischer ausdrücken und können diesen generischen Begriff nicht verwenden. Und daran sehen Sie auch, dass man sehr genau, wenn man den ersten Satz nicht hatte, der zweite Satz ist ja immer gleich. Ja? Wir müssen diese ganze Übersetzung und die semantische Auflösung im Kontext betrachten. Ich kann also die Sätze davor und danach sind ganz entscheidend und deshalb kommt auch das, was ich Ihnen beim letzten Mal erläutert hatte, diese Nicht-Monotonie. Merken Sie sich bitte, es ist praktisch allgemein so in der Intelligenz, dass ein Großteil unserer Intelligenzleistung schon daran besteht, dass wir auch mit unsicherer Information zunächst mal umgehen, dass wir aber in der Lage sind, diese Schlussfolgerungen, die wir auf unsicherer Information gezogen haben, später durchaus zu revidieren. Das ist ein Prinzip, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was jeden Mathematiker oder Physiker erstmal schockiert, weil wir das nicht gewohnt sind. Wir bauen ja alles logisch, sozusagen deduktiv, immer eins nach dem anderen auf. Und natürlich, alles, was wir bewiesen haben, müssen wir nicht nochmal beweisen. Das kann auch nicht falsch sein. Aber von dieser Sache muss man sich trennen, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt. Wenn wir das berühmte Beispiel mit den Pinguinen, also ich habe meiner Großmutter einen Vogel zum Weihnachten geschenkt, da hatte ich gesagt, ja,
und übrigens war es ein Pinguin, dann müssen Sie die Annahme, ja, wo hat die denn aufbewahrt, ist der im Käfig, ist der nicht weggeflogen, gleich revidieren, weil ein Pinguin eben nicht fliegen kann. Ja? Und diese Information mit dem Pinguin, die kommt ja erst danach und das ist eine Ausnahme. Und genauso ist es in vielen Fällen bei den Holzwegsätzen und bei der Sprache, dass ich damit eben umgehen können muss. Nun, will ich aber nicht vorenthalten, ich hatte beim letzten Mal über den großen Erfolg von Deep Learning gesprochen, dass wir auch in dem Bereich der automatischen Inhaltsanalyse und der Sprachübersetzung auch durchaus mit ganz anderen Methoden arbeiten können. Ich habe Ihnen jetzt den wissensbasierten symbolischen Ansatz gezeigt. Es gibt den extrem anderen, das ist das sogenannte Ende-zu-Ende-Lernen für die neuronale Übersetzung. Das ist noch relativ neu, eigentlich erst anderthalb Jahre alt. Ich mache das auch bei uns am Institut. Wir haben ganz guten Erfolg, arbeiten da auch mit Google zusammen. Und das ist eine fast brutale Methode, die allerdings bisher hauptsächlich für Texte geeignet ist. Also wir haben hier oben chinesische Schriftzeichen und dann trainieren wir das System auf sehr vielen parallelen Übersetzungen. Die gibt es heute durch viele politische Dokumente, die müssen übersetzt werden. In der Europäischen Union ist das extrem weit verbreitet, jetzt nicht für Chinesisch, aber alle europäischen Sprachen. Da wird ja jedes Dokument in all diesen Sprachen von Profi-Übersetzern übersetzt. Da haben wir Millionen von solchen Übersetzungspaaren. Und jetzt trainieren wir praktisch unser neuronales Netz darauf, indem wir sagen, wir haben hier einen Encoder, der nimmt jedes chinesische Zeichen so erstmal und da bilden wir mit einer Zwischenschicht einen sogenannten Attraktor, der prüft hier, welche dieser Wörter sind nachher, um das zu dekodieren, ganz wichtig, also Attention. Und es werden dann neuronale Netze, wie ich das beim letzten Mal erklärt habe, verstärkt oder abgeschwächt, die Verbindung, bis wir dann das Richtige erhalten. Und Sie sehen hier, ist es sogar wieder ganz extrem, dass diese Zeichen von, diese Folge von chinesischen Zeichen auf das, den Satz Knowledge is Power. Also praktisch aus 6 Schriftzeilen werden dann 3 sozusagen Wörter im Englischen. Und das trainieren wir ganz brutal, ohne dass wir überhaupt noch die Zwischenschichten selber vorgeben. Das macht das Netz selbst. Das kann bis zu, ich sagte ja, 1000 verschiedene Abstraktionsschichten bilden. Und insgesamt klappt das schon recht gut. Allerdings hat man da auch festgestellt, wenn man diese statistische Übersetzung mit hybrider Übersetzung anreichert, das heißt, dass wir noch Wissen einbringen über sie, dann ist es am besten. Dann kriegen wir im Moment immer noch die besten Resultate. Aber es ist verblüffend, wie weit man mit einer solchen sehr, man kann sagen, Brute-Force-Methode, wo ja praktisch einfach nur über Massendaten neuronale Netze trainiert werden, schon recht gute Ergebnisse erzielen kann. Ich nehme vielleicht eins vorweg. Ganz zum Schluss der Vorlesung will ich über einen Test sprechen, den man gerade im Februar diesen Jahres in Korea gemacht hat, wo also Computer antreten mussten gegen menschliche Übersetzer. Und man wollte, ähnlich wie beim Schach oder beim Go, jetzt einen Wettbewerb haben und entscheiden, wer ist hier besser. Darauf komme ich zum Schluss nochmal zurück. Da haben wir auch solche neuronalen Übersetzungsmethoden mal getestet. Bei meinen eigenen Systemen hatte ich von vornherein gesagt, also nur mit neuronal oder statistisch, das wird wohl nicht klappen. Aber es ist eigentlich eine Einsicht, auch wenn Sie sich länger mit Sprache selbst mal beschäftigt haben und professionell zum Beispiel Ihre Fachsprache mit Kollegen sprechen, dass Sie die Angewohnheit entwickeln, dass Sie gewisse idiomatische Wendungen und sehr häufig verwendete Begriffe, also gerade wenn ein Physiker oder Mathematiker ein englisches Papier schreibt, das erkläre ich auch immer meinen Studenten. Ich habe mir selber, als ich noch studierte, so ein Phrasenbuch angelegt, weil es ist relativ wenig, was man dort braucht. Ja? We have shown that, und so weiter. Es ist immer das Gleiche, sehr schematisch. Und da kann man sagen, das ist praktisch wie so eine Art neuronale Übersetzung. Man denkt gar nicht mehr lange drüber nach, sondern macht diese Schablonen. Aber nur mit diesen
Schablonen, es funktioniert dann auch nicht. Denn gerade manchmal muss man dann doch noch etwas tiefer in die Sache reingehen. Deshalb haben wir eigentlich die Idee, dass bei dieser Übersetzung es sowohl eine ganz flache statistische Übersetzung und eine tiefe Analyse gibt. Und man muss nur entscheiden, in welchem Falle wendet man was an. Das ist jetzt die Frage. Und das kann man ganz gut machen. Man kann also relativ schnell erkennen, zum Beispiel, wenn ich sage, wenn wir den Termin vorziehen, das würde mir gut passen. Diese Formulierung, das würde mir gut passen, die kommt aber so häufig vor, dass man sagt, ja, das kann ich eigentlich sehr gut statistisch oder mit neuronalen Netzen übersetzen, weil das sind ja Phrasen. Da brauche ich auch gar nicht mehr lange drüber zu überlegen. Ich rufe das ab, schreibe es hin. Ja, wenn wir den Termin vorziehen, das ist schon etwas subtiler, weil auch dieses Vorziehen ist ja quasi auch eine Metapher, nicht? Vorziehen, normalerweise wird ja nicht gezogen, sondern ist im übertragenen Sinne und so. Da muss man schon ein bisschen tiefer überlegen, um das richtig zu übersetzen. Das heißt, es kann vorkommen, und das haben wir auch in den Systemen so implementiert, dass ein Teil des Satzes wird mit einer tiefen Analyse, wie ich die vorhin erklärt habe, übersetzt. Ein anderer Teil wird eben fallbasiert oder statistisch übersetzt. Und damit hatten wir eigentlich die besten Ergebnisse erzielt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass der Mensch das immer auch so macht, aber ich glaube, wenn Sie sich selbst beobachten, dass durchaus diese Technik, die wir verwenden, auch die Realität beim Menschen psycholinguistisch zumindest etwas widerspiegelt. Nun komme ich noch zur Sprachsynthese. Die Sprachsynthese hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt. Früher hatten sie diese roboterhaften Stimmen, die basierten darauf, die allerersten Systeme, mit denen ich vor ungefähr 20 Jahren anfing, da hatten wir versucht, ja, viele von uns hatten Physik studiert, praktisch eigentlich den Kehlkopf und die Sprechorgane nachzuahmen, simulativ, man kann ja ein Modell machen, was dann eigentlich das, was im Kehlkopf und im Rachen passiert, mit der Zunge auch, wenn ich spreche und den Lippen, das nachzuahmen in einem physikalischen Modell. Das hat aber nur annäherungsweise geklappt und hat auch diese etwas roboterhafte Sprache gehabt. Es war also kein so großer Erfolg. Dann kam lange Zeit die Idee auf, naja, eine Formantenhypothese, die war schon mehr linguistisch getrieben, wo man einzelne Phoneme ja, hatte, die synthetisiert werden konnten und die hing man hintereinander, die waren aber auch künstlich gebildet und das klang auch noch etwas unnatürlich, manchmal auch schwer verständlich. Die beste Methode, die heute fast, wenn Sie heute in Ihrem Auto ein gutes Sprachsynthesesystem haben, ohne Werbung zu machen. Google hat zum Beispiel die Möglichkeit, aber TomTom neuerdings auch, dass sie die Sprachnamen, die Namen der Straßen sogar synthetisiert online. Und da die sich ja auch dauernd ändern, es kommen neue, muss das wirklich spontan generiert werden. Und was diese Systeme machen, ist eigentlich, dass sie ganz kleine Sprachschnipsel von professionellen Sprechern in Echtzeit zusammenhängen. Also nicht ganze Wörter, sondern kleine Einheiten, die werden mit einem Algorithmus ganz schnell zusammen konkateniert, also zusammengeklebt und sie hören dann eigentlich eine echte menschliche Stimme, die sozusagen aus ganz vielen zusammengeklebten Stücken besteht. Und jetzt kommt noch die Kunst, weil das System gleichzeitig auch noch die Satzmelodie bildet, wird das in einer Weise gemacht, dass nicht für jedes Wort nur eine Aussprache da wäre in diesem Schnipselsystem, sondern sehr viele. Deshalb ist es auch relativ teuer, neue Stimmen zu machen. Sie haben bei Ihren Autos, da ist es glaube ich am meisten, oder auf Ihrem Smartphone, deshalb auch eine relativ begrenzte Zahl. Meistens hat man 3 weibliche, 3 männliche Stimmen für eine Sprache, weil es sehr teuer ist. Und das kommt dadurch, dass man professionelle, meistens Nachrichtensprecher nimmt. Und diese Sprecher müssen im Durchschnitt fürs Deutsche 5 bis 7 Mal das gleiche Wort in verschiedenen Satzkontexten sprechen. Denn ich glaube, das ist noch Schulwissen, dass natürlich je nachdem, wo Sie das Wort in einem Satz sprechen, eine beispielsweise Frageintonation, ja, gehört Ihnen dieses Haus, ja, dann habe ich ja das Wort Haus am Ende, Frageintonation, es ist etwas anders, als wenn ich sage,
das Haus ist mir zu teuer. Da wird das Haus anders ausgesprochen. Das heißt, dieser Sprecher, das ist eine sehr nervige Tätigkeit, der muss alle Wörter der deutschen Sprache, vereinfacht ausgedrückt jetzt, in all diesen Kontexten sprechen. Das dauert zum Teil wochenlang, diese Aufnahmen. Dann wird es nachher in Realzeit synthetisiert und die dynamische Auswahl von Aussprachevarianten erfolgt. Also hier habe ich gerade in der Animation gezeigt, da wird eben dann ein Weg durch diesen Graph, man kann sagen, es ist wirklich das Inverse von dem, was wir mit dem Word-Hypothesen-Graph gesehen haben. Jetzt machen wir das gerade umgekehrt und dann wird das ertönen. Ich bin der Hammer Harry, ich bin ein starker Typ und kriege jeden Nagel in die Wand. Hallo, ich bin Luisa Ficus. Ich suche ein schattiges Plätzchen. Wenn du mich hegst und pflegst, bleibe ich dir lange erhalten. Guten Tag, ich bin der Duden. Hast du schon mal eine Scherhaspel gesehen? Weißt du überhaupt, was das ist? Hi, ich bin Crazy Chris. Schmeiß mich ruhig weg. Ich komme sowieso wieder. Edge. Guten Tag, ich bin Pierre aus Frankreich. Ich verfeinere Ihr Diner. Ich bin rund im ersten Eindruck und delikat im Abgang. Er ist eine Studentin von mir. Ich hatte das mal als Arbeit gestellt, dass man, das ist sprechende Objekte. Ich sagte ja, dieser Menschheitstraum, das kann man heute mit solchen RFID-Chips, da hat jedes sein intelligentes Regal, was wir wirklich auch in Geschäften benutzen, zwar nicht in dieser Form, aber gerade zur Demonstration ganz schön, wenn man einen Gegenstand anfasst, merkt er das. Das wird dem Rechner mitgeteilt und dann werden verschiedene Sprachsynthetisatoren angesteuert. Sie sehen hier, dass wir sogar bei diesem französischen Wein auch so ein bisschen einen französischen Akzent einarbeiten können. Das funktioniert auch schon in der Sprachsynthese. Wir können das heute, wenn wir Aufnahmen von Originalpersonen haben, das wirklich perfekt nachahmen. Wir haben mal als Spaß zum Beispiel eine Rede von einer heutigen Politikerin vorlesen lassen von Franz Josef Strauß. Ja, der ja diese Rede nicht gehalten hat, aber es gibt sehr viele Aufnahmen von ihm und man kann mit diesem Inventar wirklich Stimmen nachahmen. Wir werden ja später auf die Konsequenzen nochmal eingehen. Es ist natürlich dadurch auch ein Fake möglich, dass sie Stimmen so perfekt nachahmen, dass man das nicht mehr als Laie zumindest nicht erkennen kann. Da ist sicherlich eine Gefahr. Neben diesen sprechenden Produkten als Beispiel will ich aber noch kurz sagen, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der künstlichen Intelligenz eben nicht nur die Sprache betrachten, sondern Sprache auch in Wechselwirkung mit anderen Kommunikationskanälen. Insbesondere der Blickbewegung. Sie wissen, wenn Sie mit Freunden oder Mitarbeitern sprechen, dass gerade der Blickkontakt ganz wichtig ist, auch zur Rückkopplung, ob beispielsweise verstanden wird. Zweitens, natürlich Gestik und Sprache sind komplementäre Mittel. Ohne Gestik könnten wir uns gar nicht ausdrücken in vielen Situationen. Auch gerade beim Sprachlernen wissen wir, gerade für Kleinkinder ist es ganz wichtig, dass die Eltern mit Gestik ja zunächst mal Begriffe einführen können. Die Mimik ist natürlich wichtig, zeige ich gleich noch, die Körperhaltung, aber wir gehen heute sogar so weit, dass wir die physische Aktion, ja, und die Sprache koppeln, weil dadurch durch der Kontext genauer wird und wir können heute mit Computern ja auch physische Aktionen kontrollieren und schließlich die Biometrie, das bringe ich ganz zum Schluss, also Gehirnstrommessung. Normalerweise als Laien sagen viele, um Gottes Willen, jetzt noch mehrere Modalitäten, die Sprache ist ja schon mehrdeutig. Wenn wir jetzt noch Gestik dazu nehmen, ist ja Gestik auch mehrdeutig, die Mimik ist mehrdeutig. Um Gottes Willen, wo endet das? Da ist ein Denkfehler. Und zwar besteht es darin, dass wir ja das gleichzeitig mit derselben Intention machen. Wenn wir es mehrere mehrdeutige Dinge haben und sich die überlagern, dann schalten sich Mehrdeutigkeiten aus. Das heißt mit anderen Worten, ich kann durch Sprache eine Gestik disambiguieren. Wenn ich zum Beispiel sage, dieses Ding hier ist aus Metall, dann ist eigentlich zunächst mal von der Zeigegeste nicht klar. Habe ich jetzt auf diese ganze Flasche gezeigt, ja? Aber durch Metall, es kann eigentlich nur der Deckel sein, denn unten ist ja Glas, ja? Das heißt,
durch das, was ich zusätzlich spreche, wird eigentlich die mehrdeutige Gestik, die Gesten sind ja oft pass pro toto. Ich zeige auf einen Teil, ja, ich könnte auch sagen, diese Flasche. Das habe ich zwar hier oben auf dem Deckel gezeigt, das würde keinen von Ihnen stören. Daran sehen Sie, die Gestik ist eigentlich mehrdeutig. Wenn ich aber jetzt noch etwas dazu sage, wird es eindeutig, obwohl die Sprache oft auch mehrdeutig ist. Und durch diese Verschränkung wird die Kombinatorik sozusagen geringer gehalten. Und wenn dann noch Mimik dazu kommt, wird das immer besser. Ich habe mal für Bundespräsident Rau eine große Demonstration machen müssen, wie weit stehen wir eigentlich mit der Spracherkennung. Und dort haben wir ein System uns überlegt, da ging es nicht über Übersetzung, sondern einen sogenannten elektronischen Programmguide für das Fernsehen. Sie können also mit den heutigen Smart TVs, die haben wir damals schon entwickelt, können Sie auch sprechen, wie mit Ihrem Handy und sagen, ich will mal sehen, was kommt heute Abend im Fernsehen, im ZDF. Und dann sagt das System, hier sehen Sie die Übersicht zum heutigen Programm. Jetzt sage ich, echt toll. Und Sie sehen ja meine Miene, hoffentlich, da in groß. Dann sagt das System als Antwort, ja, ich zeige dir alternativ das Programm eines anderen Senders. So, jetzt sage ich nochmal, echt toll. Genau die gleiche Äußerung, gleiche Betonung, aber Sie sehen hier, mein Gesichtsausdruck, der analysiert wird, ist da neutral bis positiv. Und dann sagt das System, welche Sendung wollen Sie aus dem ZDF-Programm sehen oder aufzeichnen? Das heißt, der Sarkasmus oder die Ironie, die in der ersten Äußerung echt toll, was ja negativ gemeint war, ist, das kommt eben durch die Mimik, wird das dann sozusagen eindeutig. Ja? Das heißt, das System guckt sich per Gesichtserkennung den Sprecher an, hört zu und findet dann die richtige Interpretation. Wir waren alle sehr nervös, als dann der Bundespräsident reingesprochen hat, aber wunderbar geklappt. Er hatte auch eine sehr gute Mimik. Wir haben das mal mit Japanern probiert. Das ist manchmal schwierig, weil leider in der japanischen Kultur die Mimik manchmal etwas unterdrückt wird und nicht so klar rauskommt. Aber hier in unserem Kulturkreis klappt das sehr gut. Ich will jetzt nicht genau auf die Mimikerkennung, das macht man auch mit neuronalen Netzen oder Eigenfaces und das klappt wirklich heute sehr gut. Wir können Sprecher unabhängig von der einzelnen Person eben solche Emotionen erkennen, allerdings nicht sehr viele Unterschiede. Wir können sagen, es ist neutral, ärgerlich, positiv gestimmt. Ich sagte schon, dass wir den Aktionskontext oft benutzen. Ich habe das schon sehr früh in einem System implementiert. Hier zeige ich es im Volvo, auch für BMW und Mercedes, wo wir dann sagen, wenn jemand schneller sagt und er hat aber vorher einen Hebel beispielsweise ausgewählt, beispielsweise den Scheibenwischer, dann meint er natürlich, der Scheibenwischer soll jetzt schneller laufen. Und wenn er gerade auf den Tempomat drückt und sagt dann schneller, dann will er bitte im Tempomat eine höhere Geschwindigkeit. Und da wir alle Signale heute in den modernen Autos, das werde ich in der nächsten Vorlesung ja nochmal genauer erläutern, auf ein Bussystem abgreifen, jede Handlung, die Sie im Auto machen, wird ja elektronisch mitprotokolliert, sodass das System weiß, aha, der hat den Scheibenwischer betätigt und jetzt kommt das, was ich eben sagte, Aktion plus Sprache eindeutig. Denn was heißt hier schneller? Das könnte ja vieles bedeuten und das wird durch die Aktion, die der Mensch ausgeführt hat, sozusagen vereindeutigt. Ich hasse Stau auf der Autobahn. Ich hasse Stau auf der Autobahn. Möglich macht das ein sogenannter Eye-Tracker. Er erkennt übrigens auch bei Brillenträgern, wohin der Fahrer blickt. Gleichzeitig liefert das System Änderungsvorschläge, die wiederum mit den Augenbewegungen ausgewählt werden. Hier wurde gesagt, ich hasse Stau auf der Autobahn. Das System hat es aber nicht ganz klar verstanden. Und wenn ich fahre, kann ich natürlich nicht noch lange mit Touchscreen arbeiten oder so. Und da haben wir uns mit einem Eye-Tracker, die ist in vielen Autos, hat man heute Eye-Tracker drin. Manche Leute wissen gar nicht, dass sie einen Eye-Tracker dort drin haben. Der wird meistens für Übermüdungstests, aber auch für Aufmerksamkeit benutzt. Wir benutzen den aber auch für viele andere Dinge. Ich komme in der nächsten Vorlesung noch drauf. Aber hier hat man eine sehr schöne Anwendung, wo ich durch Zeigen mit den Augen eine Auswahl in einem Menü treffe und dem System praktisch sage, wie ich verstanden werden will. Spiele irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und
klingt auch irgendwie. Ist möchtest ein du das Album oder den Song? Das Lied bitte. Von welchem dieser zwei Interpreten, Nina oder Eisfeld? Von Nina bitte. Nina singt ja dieses Lied dann. Ich spiele das Lied da irgendwie dann irgendwann auch das irgendwann Bild von Nina eingeblendet oder gespielt. Das sind einfache Sprachdialoge. Wir können kompliziertere Zeige Alternativen. Wir haben sogar mit SAP zusammen das Ganze mal gefunden. Auf einem Smartphone für die Bearbeitung für Manager, die jetzt zum Beispiel Apps brauchen, um irgendwelche Listen auszuwerten. Hier ging es um einen Echo-Kalkulator. Sortiere die Liste nach Bewertung. Habe absteigend nach Bewertung sortiert. Sie sehen, das klingt auch sehr gut, die Stimme schon. Zeige Services mit einer Bewertung besser als 2. Auch relativ komplizierte Sätze können verstanden werden. Und wenn Sie heute Ihr Smartphone von Apple oder von Google, den Assistant oder Microsoft Cortana, Samsung hat gerade vor wenigen Wochen das WIF-System rausgebracht, dann basiert das alles auf Arbeiten, die wir schon 2007 hier durchgeführt haben. Nachweislich, die Amerikaner haben sich das auch hier etwas angeguckt, wie das funktioniert und haben es dann aber sehr schnell auch auf den Markt gebracht. Wir haben das zur Fußball-Weltmeisterschaft schon Ende 2007 hier. Wer hat bei den Salzburger Festspielen letztes Jahr die Premiere in La Traviata gesungen? Richtig. Boah, klasse. Eins. Das sind jetzt sogenannte Antworten. Das ist eigentlich so ein bisschen die Königsdisziplin. Wir wollen ja weg von den Suchmaschinen zu Antwortmaschinen. Und hier hatten wir wirklich einen Blindtest. Das System war eigentlich ganz stark trainiert auf Sportereignisse. Und dann kam ein Gutachter, der hat, ich war selbst wirklich geschockt, ich stand dabei, meine Mitarbeiter auch, der hat dann gesprochen, wer hat bei den Salzburger Festspielen letztes Jahr die Premiere in La Traviata gesungen. Das hat das System noch nie diese Frage gehört. Wie gesagt, es war trainiert, sein Neuronal auf Sport. Es hat ja erstmal den Satz verstanden, aber was noch toller war, es hat sich das aus dem Internet, aus sehr vielen Dokumenten zusammengestückelt. Und das war also die Antwort war dann für 2007 gültig damals. Und es war wirklich ein Durchbruch, dass man zeigte mit SmartWeb, man kann solche Super-Siri-Systeme eigentlich bilden. Und ich bin überzeugt, dass Sie in wenigen Jahren die wirklich in Ihrem Haushalt haben. Die Firma Amazon führt das jetzt vor mit Echo und Alexa, dass sie solche Systeme haben. Die stehen dann da, haben 7 offene Fernfeldmikrofone. Sie können also auch der Küche dem System etwas zurufen. Wie war das hier mit Travial? Gibt es noch für Jojo Ma Karten in der Elbphilharmonie? Das System wird das verstehen und sie einzeln sozusagen kann auch die Familienangehörigen unterscheiden, sodass auch noch die Frage ist, hat ihre Tochter da jetzt die Bestellung versucht vorzunehmen oder war es ihre Frau? All das erkennt das System ja. Es geht jetzt noch einen Schritt weiter. Es gibt eine amerikanische Firma, Jibo heißt die, die das sogar mit Kamera, da wären doch viele skeptisch, wenn so eine Kamera dann noch ständig schwenkt und sie in der Wohnung dann verfolgt, wenn sie was zurufen. Gerade letzte Woche hat Amazon das auch angekündigt. In Amerika wird das stärker benutzt. In Deutschland kenne ich auch viele Kollegen, die solche Systeme schon benutzen, wie Google Home oder Amazon. Noch einen Schritt kommen wir nun zu den Videos. Sind dann sogenannte virtuelle Menschen, wo wir. Was passiert in dieser Situation? Erstens, Jaromir Placek lenkt den Ball neben das Tor. Die Charaktere agieren im Studio wie Schauspieler und führen eigenständig Regieanweisungen aus, die den Erzählfluss steuern. Dabei werden jedem Charakter entsprechend seiner Rolle in der aktuellen Situation dynamisch Ziele gesetzt. Was ist Ihre Antwort, Frau Herzog? Ballack trifft mit links in die linke obere Ecke. Innerhalb dieser Ziele planen die Charaktere autonom ihr Verhalten. Ich hoffe, dass Sie recht haben. Mitspieler 1, Sie können nur gewinnen. Ich denke, Antwort 3 ist richtig.
Antwort 3. Sie haben sich entschieden. In dieser Szene zum Beispiel hat der Moderator das Ziel, die Fragen zu moderieren. Mitspieler 2. Ihr Tipp. Ich glaube, der Torwart pariert. Die Experten beobachten den Verlauf, kommentieren Eingaben der menschlichen Mitspieler und unterstützen sie mit ihrer Fachkenntnis. Also virtuelle Charaktere, das sind ja animierte grafische Objekte, solche Personen, die sprechen hier synthetisch, unterhalten sich hier mal mit zwei Menschen, also drei Softbots, wie wir sagen, mit zwei Menschen mit einem Rednerwechsel. In Japan hat man das auch von Sony für Kinder gemacht, so ein Roboter, der sich dann unterhält mit Kleinkindern. Kindersprache ist ja was Besonderes. Die sprachbasierte Adaption jetzt in praktischen Anwendungen will ich noch ganz kurz zum Schluss das Thema Altersklassenerkennung. Das machen wir auch schon seit einigen Zeit mit solchen neuronalen und biometrischen Algorithmen. Es ist so, wenn ein jüngerer... The research on this pressing issue was conducted not by the multimillion-dollar medical facility. Das waren die junge Stimme, jetzt denselben Satz von einem älteren Herrn. Research on this pressing issue was conducted not by the multi-million dollar medical facility. Was wir wollen, ist praktisch das Alter anonym zu erkennen. Wir haben das auch für die Deutsche Telekom gemacht. Wenn Sie heute irgendwo anrufen bei der Telekom, wird Ihr Alter bestimmt in Altersklassen, ohne Datenschutz zu verletzen, denn der Name spielt gar keine Rolle. Das System kann aber einschätzen, erstens Frau oder Mann, das ist sehr einfach, aber dann eben, welches Alter? Spricht da ein Kind, spricht ein Teen, spricht ein Mittelalter, spricht ein älterer Mensch? Und das liegt daran, dass tatsächlich der Kehlkopf leider im Alter etwas verknöchert, verkalkt und die Stimmlippen sich auch versteifen. Deshalb entsteht so ein bestimmtes Chitter und Schimmer, nennt man es in der Nachrichtentechnik. Das ist eine Art Vibrato, könnte man jetzt vereinfacht sagen. Und ist ganz interessant, bei Männern geht die Grundfrequenz ja immer hoch. Also Männer haben im Alter, im hohen Alter, die Stimme, die sie als Jugendliche hatten, immer höher. Deshalb können in der Oper auch Männer nicht mehr singen, wenn sie sehr alt sind. Frauen dennoch haben den großen Vorteil, dass ihre Stimme nach den Wechseljahren sich stabilisiert. Die bleibt mehr oder minder konstant. Die senkt sich zwar ab bei Frauen etwas, so um das 50. Lebensjahr, dann bleibt es aber konstant. Deshalb können ja Frauen, sieht man oft in der Oper, noch sehr lange singen. Männer, denen gelingt das ganz selten, weil die Stimme eben extrem hoch wird. Wie können wir das jetzt ausnutzen, diese Stimmfrequenz? Guten Tag, herzlich willkommen beim Kinoguide. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gerne Terminator 3 gucken. Okay, ich gebe dich mal zur Lisa weiter. Bei der bist du an der richtigen Adresse, wenn es ums Reservieren geht. Hey, Terminator 3 ist aber nur was für Erwachsene. Mal schauen, ich finde sicherlich einen anderen Film für dich. Was gibt's denn heute Abend im Kino? Frühstück bei Tiffany wird um 19 Uhr gezeigt. Die Feuerzangenbowle um 19.15 Uhr. Welchen der Filme möchten Sie gerne sehen? Bitte bring mich zur Besprechung mit Tim. Kein Witz. Wir haben also, es ist ja interessant bei diesem adaptiven Service, dass man über die Stimmqualität auch ganz unterschiedliche Angebote macht, ohne ein Szenario. Ja, wie alt sind Sie denn? Man hört es an der Stimme. Man verhält sich ja auch am Telefon so. Die Telekom-Service-Mitarbeiter sind auch angewiesen, zum Beispiel Senioren freundlich zu verabschieden mit Auf Wiederhören und nicht Tschüss oder so etwas zu sagen. Ja. Bei jüngeren Leuten nehmen sie eben mehr ein Jargon und die kriegen das auf dem Bildschirm gleich schon angezeigt, weil es ist eine Voranalyse. Gleich wenn der Teilnehmer sich meldet, ist eigentlich bekannt, was zu welcher Klasse es gehört. Es gibt sogar geschulte Mitarbeiter, die nur bestimmte Klassen von Leuten bearbeiten. Das Gleiche gilt für Emotionen. Wir können ja auch Emotionen erkennen. Sie können es selber mal ausprobieren. Wenn Sie etwas gereizt ins Telefon reinsprechen, werden Sie schneller bei der Telekom auch verbunden. Das liegt daran, habe ich jetzt einen Geheimtipp.
Es macht eigentlich das System, weil es die Emotion tatsächlich erkennt. Ja, bitte bring, muss zum Schluss. Brauchst du noch irgendwelche Änderungen? Do you need any changes? There was one thing though. Could you change the green to a lighter shade? Könnten Sie das Grün durch einen helleren Farbton ändern? Ja, wir können das Grün viel heller machen. Yes, we can make the green much brighter. Das heißt also, wir haben heute von Microsoft, baut auch übrigens auf unser Werbmobil auf. Bill Gates hat uns da mal selber besucht. Ich habe ein Buch, 700 Seiten, über das Thema geschrieben. Er hat das allen Mitarbeitern in der Forschung auf den Tisch gelegt. Ich war selber eingeladen, als er das gemacht hat. Hat also 100 der Bücher gekauft und gesagt, das müssen wir jetzt verfolgen. Und jetzt haben wir Skype, ist ja ein Produkt, was Sie vielleicht schon mal benutzt haben, von Microsoft, um solche Videokonferenzen zu machen. Und Skype hat seit einiger Zeit diese simultane Übersetzungsmöglichkeit. Man muss immer sagen, diese Übersetzung ist immer noch schlechter, natürlich als von einem Profi, aber man kann sich gerade im Kreis von Freunden doch gut unterhalten und gerade bei Geschäftsgesprächen ist es durchaus sehr sinnvoll. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch eine Extremvariante der Kommunikation zeigen, die auch sicherlich ethisch bei Ihnen großes Bedenken auslöst. Die habe ich auch. Es ist auch in Deutschland verboten. Das wurde von einem vom Technion oder einer anderen israelischen Universität federführend gemacht mit der University of Washington zusammen. Und es geht dabei um die sogenannte Gehirn-zu-Gehirn-Kommunikation. Mit der Eingabeseite beschäftigen wir uns auch, dass wir machen das ganz speziell am DFKI in Bremen, um zum Beispiel vorauszusehen, wann jemand eine Handlung ausführen will, weil es bekannt, das hat Herr in der letzten Vorlesung wurde Ihnen das sicherlich auch erklärt, dass ja aus die motorische Planung im Gehirn etwas zeitversetzt vorher erfolgt, bevor die motorische Ausführung erfolgt. Das heißt, wir können schon sehen, dass jemand zur Pistole greift. Wenn wir die Gehirnsignale angucken, sehen wir einen kleinen Moment vorher diesen Peak, aha, er will das machen, bevor er es ausführt, weil er eine Verzögerung eintritt. Das kann man also nutzen. Das machen wir auch, aber was hier gemacht wird, ist die sogenannte Gehirn-zu-Gehirn-Kommunikation. Das heißt, wir haben eine Internetverbindung hier wirklich zwischen Israel und der Westküste. Und jemand in Israel überlegt sich, ja, der Herr an der Westküste soll eine Taste bitte drücken. Und Sie sehen das auch hier in der Animation, der hat so eine Kappe auf, mit denen das EEG erfasst wird. Dann laufen die KI-Algorithmen und der konzentriert sich jetzt und sagt, der soll bitte die Taste drücken. Ja? Hier, jetzt sehen Sie, das geht immer weiter nach vorne und jetzt drückt er sie und Sie sehen, bopp, der hat auch gedrückt. Wie geht das? Durch sogenannte Elektrostimulation kann man tatsächlich, und in Deutschland sind diese Experimente verboten, ich glaube, Herr Barner kennt das in der Medizin hier, ist untersagt, man kann epileptische Anfälle dadurch nämlich kriegen. Und zwar geht das so, dass man weiß ja von der Motorik, wo die entsprechenden Gehirnregionen liegen. Man gibt dann einen magnetischen Impuls, regt praktisch diesen Bereich an. Und für einfache Aktionen, Sie kennen das beim Neurologen, der berühmte Effekt, dass Ihr Bein sich bewegt, Zunge rausstrecken, wir können nicht einzelne Sprachsegmente, aber Zunge rausstrecken zum Beispiel, aber auch Taste drücken, können Sie praktisch extern auslösen. Und Gehirn-zu-Gehirn-Kommunikation bedeutet ja jetzt, jemand hat diesen Gedanken, der Gedanke wird gelesen. Über das Internet wird diese Semantik des Bitte-Drückens ausgelöst und jetzt versuche ich in einem anderen Gehirn das zu erzeugen. Sie können sich leicht vorstellen, dass das extrem an ethische Grenzen stößt. Nicht nur, weil derjenige, der die Kappe in den USA trägt, ja, wie gesagt, Störungen, also bis hin zu epileptischen Anfällen bekommen kann. In Deutschland ist es ganz verboten, in Italien ist es unter ärztlicher Aufsicht erlaubt. Diese Methode. Aber man kann natürlich sagen, wohin führt das? Sie können ja im Fernauftrag sozusagen sagen, ja, der eine, ich denke mir, der soll bitte mal meine unbeliebte Schwiegermutter umbringen, ja, und der andere wird unwillentlich dazu gezwungen, dieses zu tun. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall mit diesen Methoden. Deshalb wollte ich das auch zum Abschluss mal als sozusagen bisschen ethische
Problematik der Kommunikation. Es ist letztendlich auch natürlich mit Methoden der KI, aber davor würde ich etwas warnen. Wir haben sehr viele, sehr schöne Anwendungen. Wir haben 100 Spezialunternehmen inzwischen in Deutschland, die erfolgreich das machen. 500.000 Gespräche in Deutschland werden heute fallabschließend automatisch abgewickelt. In der automatischen Bestellung, Reservierung, Ankunft, in Komfortfunktion, im Auto, wie ich nächste Woche zeigen werde, bei der sprachlichen Programmierung von Robotern, Rollstühlen, Geräten, bei der Sprachanalyse im Sicherheitsbereich. Wir arbeiten auch durchaus in der Terrorbekämpfung, auch für das Bundeskriminalamt und so weiter. Sprachanalyse sehr wichtig, Übersetzen und Dolmetschen für den Informationsaustausch im Unternehmen natürlich extrem. Und ich sagte ganz am Anfang, ich will jetzt die Auflösung bringen von diesem Wettbewerb, noch hat der Mensch einen Vorsprung, denn auf diesem Gebiet der professionellen Übersetzung haben gegen Google und auch das System Systran noch mit 15-25 die menschlichen Übersetzer klar gewonnen. Das ist jetzt die Nachricht auch an die Kolleginnen und Kollegen hier von der Übersetzer- und Dolmetscherschule. Also die mussten 50 Minuten lang Texte übersetzen vom Koreanischen ins Englische und umgekehrt. Und es wurde dann von zwei Übersetzern nochmal bewertet. Die maximale Anzahl der Punkte war 30 und der Mensch hat eben doch noch inhaltlich besser und sauberer übersetzt. Der Hauptmangel war das, was ich hier heute in der Vorlesung habe versucht, Ihnen ganz klar zu machen. Das ist nämlich das globale Kontextverständnis der Situation, der Randbedingungen und der Wissenshintergründe eben gerade bei der neuronalen und statistischen Übersetzung heute noch zu kurz kommen. Ich fasse kurz zusammen. Fehlende allgemeine Computermodelle für die Wechselwirkung zwischen Sprachverstehen, Bildverstehen, Inferenz und Gedächtnis sind heute noch gang und gäbe. Ich werde das in den nächsten Vorlesungen vertiefen. Tiefe und robuste Verstehensverfahren sind derzeit nur für enge Themenbereiche möglich. Offene Gesprächsformen erfordern eben, wie ich sagte, flache und tiefe Verfahren zusammen. Das maschinelle Lernen für das Sprachverstehen braucht noch sehr viele Daten und für komplexe Dialoge und Spontansprache ist das Ganze noch schwierig. Und wenn ich schlechte Daten reingebe, Müll rein, Müll raus, kriege ich auch ein ziemliches Kauderwelsch in diesem System. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf die nächste Vorlesung über autonome Systeme. Da geht es um selbstfahrende Autos, aber auch Sprache in solchen Autos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus.